Ab 1951 beschaffte die Deutsche Bundesbahn neue Wagen für den Allzugverkehr. Es waren die ersten Serienwagen der Deutschen Bundesbahn mit 26,4 Meter Länge. Diese Wagen besaßen zusätzlich zu den Endeinstiegen zum Beschleunigen des Fahrgastwechsels einen Mitteleinstieg und waren in Ganzstahlausführung geschweißt. Die Drehgestelle entsprachen der Bauart Minden-Deutz MD32, die eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h ermöglichten. Diese Maximalgeschwindigkeit wurde die Verwendung der Lichtmaschinen vom Typ D62 allerdings auf 120 km/h begrenzt. Die Steuerwagen standen oft auch mit Umbauwagen oder Silberlingen im Nahverkehr in Ballungsräumen im Betriebseinsatz. Mit der Zeit wanderten alle Wagen dieser Bauart wegen der nicht vorhandenen Türschließeinrichtung in untergeordnete Dienste ab, bis sie letztendlich 1994 ausgemustert wurden. Die Epoche 4 Mitteleinstiegswagen YL, die ersten Serienwagen der Deutschen Bundesbahn mit 26,4 Meter Länge, kommen als maßstäbliche Pico-Neukonstruktion der Expert-Serie in den Fachhandel. Mit der Pico-Neukonstruktion gibt es erstmals ein Großserienmodell des Mitteleinstiegssteuerwagens in der Ausführung ohne Gepäckabteil und beidseitig eine Einstiegstür zum Führerstand. Es sind die Wagen zweite Klasse BYMF Mitteleinstiegssteuerwagen, erste und zweite Klasse ABYM Mitteleinstiegswagen und zweite Klasse BYM Mitteleinstiegswagen. Die Pico Mitteleinstiegswagen sind feinst detailliert. Alle Fenster der Wagen sind schlierenfrei und passgenau eingesetzt. Feine Gravuren, exakte und trennscharfe Bedruckungen sowie die freistehenden angesetzten Türgriffstangen runden den perfekten Gesamteindruck der Wagen ab. Ebenfalls besticht die realistische Nachbildung der stahlgefederten Drehgestelle Bauart Minden-Deutz MD32. Die Pico Mitteleinstiegswagen sind mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Eine Besonderheit stellt der Mitteleinstiegssteuerwagen BYMF dar, denn diese Ausführung ohne Gepäckabteil gab es bisher noch nie als Großserienmodell. Der Steuerwagen verfügt darüber hinaus über eine extra angesetzte Hupe, Wendezugstecker, Indusi und zusätzliche Trittstufen. Alle Mitteleinstiegswagen besitzen je nach Wagentyp eine passende Inneneinrichtung. Wie hier als Beispiel beim geöffneten Mitteleinstiegssteuerwagen BYMF. Die Platine für den optional nachrüstbaren Funktionsdecoder ist oberhalb des Führerstandes des Steuerwagens angeordnet. Die Wagen sind für ein unkompliziertes Nachrüsten mit der LED-Innenbeleuchtung vorbereitet. Über den optional nachrüstbaren Funktionsdecoder können die Beleuchtungen digital ein- und ausgeschaltet werden. Beim Steuerwagen sind neben dem Stirn- bzw. Schlusslicht zusätzlich die Führerstandsbeleuchtung und die Beleuchtung im Vorraum schaltbar. Die Pico V200 ist zum Beispiel die klassische Zuglok, die diese Mitteleinstiegswagengarnitur auf ihrer Anlage epochengerecht in Szene setzt. Natürlich können die Wagen auch mit den bekannten Pico-Silberlingen realistisch kombiniert werden.
Mit der feinen, originalgetreuen und maßstäblichen Nachbildung der Mitteleinstiegswagen zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht Pico vorbildorientierten Modellbahnern die Möglichkeit, stilechte Zuggarnituren nachzubilden.